Ja, hallo Leute, heute habe ich für euch ein kleines Video über das Thema E-Scooter und ich wollte den erstmal nicht auseinandernehmen. Ich wollte euch das Video mal machen und da wollte ich das jetzt machen. Und ja. Also, ich sag euch erstmal, wie das alles funktioniert. Das sind erstmal die zwei Akkus, die sich so also verbindet, da kommt raus 24 Volt. Das ist der Starterschlüssel. Wenn ich den jetzt umlege auf On, seht ihr es, dann geht das ganze System an. Und ja, der ist mit dem Controller verbunden, deswegen hat er auch so dünne Kabel, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Da sind sie ganz dünn. Ja, Entschuldigung, Leute, waren meine Vögel. So, das ist der Controller. Das sind alles nur diese drei. Das sind Lampenkabel. Wo ist noch? Achso, ja, diese drei. Lampenkabel und so und Hupe. Ich habe jetzt kein größeres bei mir gefunden. Also, ich habe ja noch ein größeres, aber das war zu groß. Also, das ist der Motor und das ist der Gasgriff. Und damit fährt der Motor eigentlich. Damit der E-Scooter schneller und langsamer fährt. So, und das ist das Ladegerät. So, Ladegerät. Und das schließt man dann hier so zusammen an. Ich zeig mal. Anschlüsse. Schließt man so an. Aber in der Bedienungsanleitung stand, dass man das erstmal in die Steckdose und dann erst so zusammen anschließen soll. So. Und ich würde mal sagen, erst ich mache mal einen kleinen Test. Ich schalte jetzt hier ein. Ihr habt gesehen, das funktioniert. Wow. Ja, das war ein bisschen zu feste. Aber es funktioniert. Und tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare und